Dritte Station, Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die elfte Station ist eine der grässlichsten, der schmerzlichsten, wenn wir uns vorstellen möchten, was Jesus erlitten hat, als man ihn mit Nägeln durchbohrt, den Händen und Füßen, ihn annagelt. Wir sagen ja öfters auch, ich bin wie vernagelt oder ich fühle mich angenagelt. Wir wollen bei dieser Station um Verzeihung bitten, wo wir durch unsere Lieblosigkeit, Gedankenlosigkeit, Sündhaftigkeit einander das Leben schwer machen, Kreuze vor die Füße schmeißen, einander annageln, einander so bewegungsunfähig machen. Die Botschaft des Evangeliums ist eine befreiende, eine frohmachende. Der Herr nimmt das auf sich und lässt sich annageln, damit wir loskommen von all dem, wo wir festgefahren, festgenagelt, unbeweglich geworden sind. Wenn wir wirklich seine befreiende Botschaft annehmen und leben, dann werden wir selber ein befreites Volk sein. Dann sind wir glaubwürdig. Dann tragen wir dazu bei, dass das Reich Gottes wächst und helfen, dass diese Welt befreit wird. Dafür ist Jesus gekommen. Helfen wir mit. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Hast du die Welt erlöst. Die letzte Stunde des Herrn ist auf Erden angebrochen. Die letzten Augenblicke erlebt er in den Schmerzen seines Daseins. Und er wusste sich dennoch mit Gott in einer Gesellschaft und von zwei Menschen nicht verlassen. Seine Mutter und sein Lieblingsjünger standen auch in der Todesstunde zu ihm. Auch in unserem Leben ist es oft so, in erfolgreichen Zeiten, da hat man viele Freunde, vermeintlich gute Freunde, wenn es dann hart auf hart kommt, dann verabschieden sich die einen und anderen langsam. Echte Freunde bleiben. Es sind oft nur noch einer oder zwei Menschen und Gott, die es aushalten bis zum Schluss mit uns. Es ist tröstlich, dass uns dieses Beispiel ermutigt und für uns ein gutes Vorbild ist,
dass wir bei Menschen bleiben, wenn sie zum Sterben kommen, dass wir zu ihnen gehen, sie nicht allein lassen und dass wir versuchen, mit unserer Art sie zu begleiten, auch die Offenheit des Himmels über ihr Leben vermitteln. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich uns. Station. Jesus wird vom Kreuz herabgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir bieten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt. Die 13. Station, wo Jesus vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt wird, ist zunächst so traurig, so hoffnungslos. Diese Station berührt besonders. Viele von uns denken wahrscheinlich an Menschen, Söhne, an Mütter, die im Krieg einen oder mehrere Söhne verloren haben, die gefallen sind, oder die Ehemänner, die nicht mehr heimgekommen sind. Was ist doch an Liebe, an Sorge dahinter gewesen, an Mühe, ein Kind zur Welt zu bringen, es großzuziehen, Tag für Tag, Nacht für Nacht Acht zu geben, dass diesem Kind nichts passiert, dass es den richtigen Weg geht, dass aus dem Burm was wird. Und dann kommt ein Krieg, macht alles so sinnlos. Unschuldige sterben. Wozu das alles? Vielleicht fragt sich auch Maria in dieser Situation, wie sie ihren toten Jesus in den Armen hält. Wozu das alles? Wo ist hier der Sinn? Warum das alles? Und trotzdem wissen wir, dass diese Wandlung vom Tod zum Leben kommt. Und bei jeder heiligen Messe, Eucharistiefeier, feiern wir Wandlung als Sinn, Mittel und Ziel unseres Lebens. Und so wollen wir gerade bei dieser 13. Station, die so hoffnungslos nach außen hin aussieht, an diese Verwandlung glauben, dass was scheinbar tot ist, hoffnungslos, sinnlos geworden, wenn der Herr es verwandelt, dann wird es Leben, Aufblühen, Zukunft und Ziel heißen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser.
14. Station. Jesus wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir haben schon so manche Menschen ins Grab mit unserem Gebet, mit unserer Trauer und mit unserer Dankbarkeit verabschiedet. Auf dieser Station steht dem Siege entgegen. Und dennoch können wir in einer solch traurigen Stunde nicht glauben, dass wirklich der Sieg im Grab auf uns wartet. Unser Leben ist und bleibt ein Geheimnis bis in den Tod hinein. Und dieses Geheimnis sollten wir leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander auch auf dem letzten Weg zum Grab nicht allein gelassen werden. Ich höre immer wieder von Landsleuten, wie sie es wünschen, dass ihre Beerdigung genauso gestaltet werden soll wie daheim. Ich bewundere Frauen und Männer, wie sie sich Zeit nehmen, wie sie lange Fahrten und Strecken auf sich nehmen, um auch verstorbenen Landsleuten die letzte Ehre zu erweisen, damit sie mit unseren Gebeten, mit unseren Liedern zu Grabe getragen werden. Und es ist für uns wichtig, dass liebe Menschen uns dahin begleiten. Das haben wir gelernt aus dem Leben Jesu. Und wir wissen auch, dass dies nicht die letzte Station ist, sondern der Sieg, die Auferstehung wartet auf jeden Einzelnen von uns. Gekreuzigter Herr Jesus Christus,